Hier wird gefragt, die Temperaturen T1 und T2 anhand von diesem Phasendiagramm von Wasser zu bestimmen. An diesem Punkt wird das Eis flüssig. Eis schmilzt zu Wasser bei 0 Grad Celsius. Also wissen wir, klein T1 beträgt 0 Grad Celsius und demzufolge muss groß T1 273 Kelvin sein. An diesem Punkt verdampft das Wasser. Und wir wissen, dass Wasser unter dem normalen Luftdruck bei 100 Grad Celsius verdampft. Also klein T2 beträgt 100 Grad Celsius und demzufolge muss groß T2 gleich 373 Kelvin sein.